aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, und da sind wir wieder mit Need for Speed. Gut. Gucken wir mal, was wir so haben. Ein bisschen Story machen. Viel Story wieder. Was sollen wir denn hier driften? Aha. Drift. Ich brauche ein Story Mode. Was ist das auf hier? Das ist wenigstens Story, ne? Ja, perfekt. Dann fahren wir dahin als nächstes. Gut, das ist das letzte Versteck, was dann noch fehlt. Dann fahren wir da runter. Dann machen wir das jetzt. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, die Leak hasst uns nicht mehr. Und die schlechte? Niemand weiß, wo Mercer ist. Klar, er ist sein Job los. Aber er hat noch die Autos. Wir dürfen nicht zulassen, dass er mit ihnen abhaut. Hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen. Er müsste sie schon aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Laptop ein paar Speditionsrechnungen gesehen. Es ist nicht viel, aber ich hab's rumerzählt. Sobald einer dieser Trucks auftaucht, erfahren wir davon. Und jetzt? Motz dein Wagen so weit wie möglich auf. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn brauchen. Gut. Wie gesagt, dann fahren wir jetzt runter. Hey, alles klar? Hör zu. Und den Blitz. Tagsüber finden wir keine Herausforderungen mehr. Triff dich mit mir, wenn du mehr wissen willst. Mhm. Nimm auf jeden Fall jetzt mal die Story mit, weil ich nehme hier kurz hier den Flamingo mit. Der ist hier irgendwo hier hinten, bestimmt. Der muss hier hinten drin irgendwo sein. Wo ist er denn? So. Der muss ja hier. Da ist er. Ich möchte runterfahren, kurz die letzte Garage freischalten. Oh. Warte mal. Ah, ich hätte das gewusst. 161 kriegen wir nicht hin. Ich habe nur kurz ein Stück. Aber das ist die letzte Garage. Die uns noch fehlt. Und zwar hier irgendwo muss sie sein. Das ist kein Hund, sondern eine Ratte mit Halsband. Wenn du mal eine Sekunde mit diesem Köter aufhören und mir einfach zuhören würdest. Zum Teufel mit dir, Kenny! Kenny? Wenn du mehr wärst wie dieser Hund, würdest du noch hier wohnen. Ich will hier überhaupt nicht wohnen. Ich schlaf gern im Auto. Da kann ich schnarchen, so viel ich will. Kenny? Kenny, ich kann euch hören. Du mieses Schwein! Wie konnte ich nur je mit dir das Bett teilen? Teilen? Du hast nie was geteilt, sondern immer nur genommen. Dieses Haus, meins. Die Stühle, auch meine. Das Bild da oben? Oh nein, das ist von deiner Mutter. Den hässlichen Müll kannst du behalten. Wie nennst du meine Mutter? Sie hat eine wunderschöne Seele und du wagst es, sie so zu beleidigen? Du hast sie nie gemocht, du Frauenhasser. Sie ist ein Segen für diese Welt. Ich leg jetzt auf. Bis dann, Kenny. Upsi. Na gut, gehen wir rein. Dämmerungstechnik. Sagte ja, wir versuchen was Neues. Cool, endlich mal eine Herausforderung. Mal sehen, ob du das nachher auch noch denkst. Let's go. Dich vor. Ah, sie erwarten ein paar irre Kurven.
zum Thema Racing Story. Gut, aber dich erwarten noch ein paar Überraschungen. Mit dem Auto hier. Ich bin schwer beeindruckt. Das war genau da, kommt jetzt ein Kopf entgegen. Oder was? Okay, ziehen weiter. Na, aber trotzdem, die schaffen die Voraussetzungen. Warte mal, ich zieh mich mal kurz hier hin. Scheiße, genau das hab ich gehabt. Ja, glaubst du, Kopf? Leute, Verfolgung eines auffälligen Fahrzeugs ein. Ich warte auf komm. Du musst deine Drifts länger ziehen. Das Auto ist aber nicht auf Drift ausgelegt, eigentlich. Aber wir haben die Punkte trotzdem erreicht. Kannst du nicht wenigstens so tun, als wäre das hier eine Herausforderung? Fährst du mit verbundenen Augen? Bitte was? So, wurde von dir geschafft. Okay, der Kurs hat dich nicht gefordert. Aber ich denke, ich hab da einen, der es kann. Gut, abgeschlossen. Haben wir noch irgendwie was? Ja, wunderbar, wir haben alle 13 Verstecke gefunden. Und dann gehen wir mal auf. Was haben wir denn noch da? Irgendwo haben wir Sprint drin. Haben wir doch irgendwie Story-Dinger? Was haben wir hier? Nachtsicht sich verfügbar, Test Racing Story. Okay, dann nehmen wir die eventuell da unten mit. Was haben wir noch hier irgendwo? Da unten ist noch irgendwas. Auch das ist nicht nachts verfügbar, mit Ernst bei der Sache. Okay. Ich glaube, ich fahre hier oben weiter. Kann ich euch ja. Hä? Kann ich nicht hin? Okay. .338 wir haben, okay, warte mal. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Garage, machen jetzt mal hier die Punkte zu. Genau, hier ist noch ein Flamingo, den nehmen wir mit. So, dann machen wir zu. Morgen früh geht's dir besser. Und Level 24. Ah, Chevrolet Colorado, Subaru Impreza, 10 Autos freigeschaltet, Land Rover, Mercedes, Porsche 911er, Porsche 911 Turbo, Lamborghini, Lambo, Ferrari 458 Spider, Lamborghini Hurricane und den F40. Das ist mein Geburtsjahr. So, gut.
Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Story Mode. Dann fahren wir das Ding hier, ne? Würde ich sagen. Oder was haben wir denn dann? Haben wir doch immer den dann hier? Hier war Lukas Teenager, Bruder. Hm, schauen wir den weiter. So. Hey, der Kurs wartet jetzt auf dich. Du musst nur hier auftauchen und möglichst nicht verlieren. Ja. Yeah. Neue Events verfügbar. Upsi. Habe ich jetzt einfach nicht drauf geachtet, auf die Strecke. So der neuen. Ja, den kriegen wir immer das locker. So, hier ist noch ein. Da wäre noch ein Flamingo da hinten irgendwo. Hier ist der. Den nehmen wir mal mit. Sache, wenn ich sie sehe, dann nimmst du gerne mit, aber nicht, dass ich sie jetzt. Genau. So. Also mal gucken, was wir noch als nächstes irgendwann fahren. Ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, wie ich eigentlich noch Stifter noch nehme. Wenn das überhaupt funktioniert. Yeah, geschafft. Das ist eine alte Fabrik hier, oder was oder das ist. Was hat man denn? Das war doch irgendwie noch ein Story-Ding. Was ist das denn hier? Hä? Haben wir den nicht was hin? Wie will der den nicht was hin? Okay. Dankeschön. Plakatwand. Aber die will er. Steht doch da nicht so blöd in der Gegend. Besser, nur meine Rippen tun noch weh. Dieser Mörser kann ich zuschlagen. Du hast ihn wohl ziemlich verärgert. Schon möglich, da fällt mir ein, neben der Tür lagen noch Schmerztabletten. Hast du die zufällig eingesteckt? Nein. Hat einer sie vielleicht? Sie meinte, sie hätte sie nicht gesehen. Jetzt schon dich erstmal. Das hast du verdient. Ja. Ja, vielleicht mache ich das. Wir sehen uns später. Ganz schön ein Stück. Ein Test. Okay. Dann starten wir mal durch. Fürs Kommen.
gerade ein paar neue Strecken für den nächsten Showdown und auch zuverlässige Racer, die sie testen. Zuverlässig? Ich bin geschmeichelt. Wie läuft's denn bei den Riveras? Kompliziert. Warum kommst du nicht mal vorbei? Lucas würde sich bestimmt freuen. Ah, ich weiß nicht. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Ich bin beim Showdown geblieben. Er ist in diesen Nachtrennen-Scheiß reingerutscht. Und warum fragst du dann ständig nach ihm? Er war mein Freund, verstehst du? Und nach seinem Dad der beste Racer, den ich je gekannt habe. Ist echt schade, ihn in dieser Werkstatt versauern zu sehen. Er ist ein guter Mechaniker. Na dann, hilf mir die Strecken zu testen und ich schicke ihm ein High-End-Fahrwerkskit, das er in deinen Wagen einbauen kann. Deal. Yeah. Wir müssen immer überlegen, wann wir mal irgendwann ein neues Auto holen. Vor allem den neuen Drifter. Gut, beim ersten Mal hatte geht es heute dran noch, aber ich will mir einen reinen Drifter noch holen. Ich habe jetzt ein bisschen meine Gedanken gemacht, welchen Wagen ich holen will. Aber das machen wir dann bei Gelegenheit. Wenn das geht, halt, wie gesagt, ne? Jetzt nach rechts. Sind wir da oder was? Oder warum fährt sie so langsam? Bieg hier rechts ab. Bereit? Klar. Okay, jetzt sind wir doch da. Der Wahnsinn. Erster Sommer werden. Kriegen wir hin. Halt dich nicht zurück. Reiz die Strecke voll aus. So, drei Runden sind es. So. Einen habe ich noch an der Backe kleben. Dein Start ist definitiv besser geworden. Warte nicht auf mich, fahr einfach. Hatte ich sowieso vor. Sind wir schon mal ein gutes Stück weggekommen von dem. Setz dich ab! Ich will dich nicht mehr sehen können! Kannst du doch sowieso nicht. Ich sehe uns am Platz 5 rum. Ich helfe den anderen hier hinten. Fahr du um den Sieg. Hm. So.
Letzte Runde. Den Sieg hast du in der Tasche. Mich hast du geschlagen, aber reicht's auch für den Sieg? Vielleicht kriege ich den auch noch überrundet. Der Sack, Junge. Hast jetzt freie Fahrt zum Ziel. Ernsthaft. Ich weiß, auf dich ist Verlass. Gut, eine schwierigere Strecke. Weiter zum Geschäft. So. So, drücke mal in die Garage, weil das Auto, das hält nicht mehr lange aus. So, Schnellreise, was haben wir denn als nächstes? Dann machen wir als nächstes das Ding weiter hier. So, gut, was haben wir in der nächsten Folge? Definitiv erst. So. Komm zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Nicht wirklich. Und das ist auch gut so. Naja, bis zum nächsten Mal.